So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out, and we secured a route into enemy territory. Now we can... Nines. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Und damit willkommen zu Nier Automata. Nachdem es letztes Mal schon direkt in die Action ging, gibt es jetzt ein wenig Backstory, was es mit unserer Einheit auf sich hat. Und da sind wir gespannt, was heute kommt. Ein Dialog zwischen 9S und 2B. Können Sie mich hören? Ihre Bootsequenz... Moment, das ging schnell. Ihre Bootsequenz wird eingeleitet, erst kommen die Helligkeitseinstellungen. So viel habe ich sinngemäß verstanden. Okay. Sie wissen nicht, wie man die Helligkeit einstellt? Ich glaube, das muss über irgendeine Eingabe geschehen. In Ordnung, warten Sie einen Moment. Okay, ich habe die Anleitung gefunden. Wenn Sie die befolgen, sollte es etwas einfacher sein. Ah, okay, cool. Also gut, legen wir los. Wir gehen alle Einstellungen nacheinander an. Fangen wir direkt mit der Helligkeit an. Sieht das so gut aus? Ich schaue mal kurz. Na, auf meinem Bildschirm sieht es zwar ein bisschen dunkler, besser aus, aber hier fürs Capturen sollte lieber eine etwas hellere Einstellung sein. Ach, und ich sollte vielleicht darauf verweisen, dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Schauen wir uns mal Ihre Einstellung zur Spracherkennung an. Anscheinend ist Ihre Spracherkennung auf stumm gestellt. Das geht natürlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt etwas zurufen. Sie müssen mich hören können. Ma'am, are you there? Can you hear me? Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear... Alright, are we good now? Okay, hier gibt's eine dritte Antwortoption. Es geht mir gut, 9S, deine Stimme beruhigt mich. Wollen wir die nehmen? Oh, thank you. Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Was bedeutet das? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Selbstzerstörungsfunktion. Ach du liebes bisschen. Gut.
dann lassen wir das halt von mir aus gerne an. Okay. Eine coole Methode, die Einstellungen zu zeigen. Morning. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We'd better go see what's up, man. Or, 2B. Ja, es ist lustig. Während der Mission haben wir ihn quasi ja schon 9S genannt. Ich bin ohnehin nicht sicher, was da genau Sache ist. Ob wir das irgendwie nur eine Erinnerung... Ob wir das nur als Erinnerung hatten oder... Was auch immer da los war, weil irgendwie habe ich das so verstanden, dass sie sich selbst geopfert haben mit den Blackboxes, aber jetzt wieder als 2B hier auf dem Schiff und es hieß, dass es irgendwie eine Art Erinnerung sei. Speichern möglich, das tun wir auch gerade einfach mal, oder? Ja, schnell speichern, gut. Dann können wir uns auch hier ein bisschen umschauen. Aufgaben, Gegenstände. Und dann haben wir Waffen hier, Fähigkeiten, Info und System. Okay, da kann man normal speichern. Okay, Leute, dann weiter. Objektshop. 10.500 Geldmittel haben wir. Ja, so ein paar Highlight-Items wären schon ganz cool. Uiuiui, nee, nicht 50. Nahkampfangriff plus Waffenangriffe fügen für 15 Sekunden doppelten Schaden zu. Erlittener Schaden wird verringert. Blendet Symbol ein, wenn Speichern möglich ist. Das haben wir schon. Was haben wir hier? Die Erfahrungsleiste und die Menge verdienter Erfahrungspunkte. Zeigt eine Soundanalyse als Grafik. Gut, sind das sehr wichtige Sachen? Ansonsten würde ich sagen, von allem mal ein paar erwerben. Die wir hier oben haben zumindest. Ja, der Rest kostet halt extrem viel, aber... Nehmen wir mal die Soundwelle. Die haben wir schon zweimal. Okay, gut. Okay, den letzten Dialog. Be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Okay, das sind einfach nur Speicherpunkte. Dachte, die hätten eventuell noch eine andere Funktion. Gut, ansonsten waren wir schon letztes Mal quasi in diesen Räumlichkeiten. Und ganz am Ende, da gab es schon den Dialog mit 9S. Den habe ich jetzt hier rangeschnitten, weil ich dachte, da geht's mit der neuen Mission los und so weiter und so fort. Und irgendwann muss man ja auch zu einem Ende kommen. An der Erde werde ich mich nie satt sehen können. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite. Okay, sie hat keine anderen Objekte als wir. Hallöchen. Ich erzählte von der Flora und Fauna auf der Erde. Der Operator sammelt anscheinend gerne Daten. Ich beneide die Kampfeinheiten. Ich würde selbst gerne
gehen und Daten sammeln, wenn man es erlauben würde. Hättest du die Erlaubnis, könnte ich dich mitnehmen. Aber das ist wohl etwas kompliziert. Ich mag es, von den Dingen auf der Erde zu erfahren. Doch am glücklichsten bin ich, wenn alle heil zurückkommen. Also bereitet mir gefälligst auch keine Sorgen, klar? Klar. So, kurz mal mit jedem sprechen. Terminal. Wie cool ist das denn bitte? Was haben wir hier? Eine kleine Erholung erhalten. Und der Wartungsshop. Die Wartung der Einheiten kann mir überlassen werden. Okay, gut. Wir können uns verschiedene Waffen zulegen. Illusion ist dann so eine Art... cooler Angriff. Aufbewahrung plus 8 plus 16 plus 24. Da können wir wahrscheinlich zusätzliche Items mitnehmen. Unter den Scanner-Modellen bin ich das Spitzenprodukt, ganz egal um was es geht, auf mich ist Verlass. Gut. Fernangriff plus, jawohl. Hey, hallo. Nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt unserer technischen Entwicklungsabteilung. Es ist über die Monitore in den Privaträumen erhältlich, also schön einkaufen. Okay, hier haben wir den Speicherraum. Nochmal kurz schnell speichern. Weiter geht's. Oh, hallo. Über euch hört man ja einige Gerüchte. Etwas so Riesiges einfach mit der Blackbox zu... Wahnsinn. Zu viel Draufgängertum kann aber zum Tod führen. Wir sind sehr sorgfältig mit den Daten, also immer schön hochladen, bitte. Zur Kommandozentrale einfach weiter nach links gehen. Die große Hacking-Zentrale liegt rechts. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Okay, anscheinend hat diese Blackbox-Reaktion nicht zu unserem Tod geführt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Dann checken wir nochmal den Raum von 9S ab. Und von 6O. Gut, hier ist nichts mehr zu entdecken. Dann auf zum nächsten Missionspunkt. Muss aber sagen, hier im Hub funktioniert das mit dem Perspektivwechsel nicht ganz so gut wie in den Missionen. Aber da man nur in den Missionen diese Präzision braucht... Ah, das ist der Raum, den wir vorhin gesehen hatten. Da man nur in den Missionen diese Präzision braucht, ist es okay. Hier läuft alles glatt. Was mir besonders aufgefallen ist... Was willst du denn? Verzieh dich, hopp hopp. Ja, danke. Ich finde, das ist alles so geil gemacht hier. Da kann man sich schon auf Mass Effect Andromeda freuen. Wo man wahrscheinlich ähnlich begeistert sein wird von vielem. Was ist los? Arbeit? Nicht? Dann kein Interesse. Gute Arbeit. Wie ist das Wertebefinden? Schöne Blumen, große Bäume, süße Tierchen. Ach ja. Ey du, weißt du, wie man den Pott wirksam einsetzt? Man installiert ein Sonderprogramm auf den Pod und setzt eine tödliche Technik ein, das nennt sich dann Pod-Programm. Setzt dieses Wissen geschickt ein. Haben wir schon, danke. Hallo, Hangar hier. Du hast den Pod verloren? Ja, ach so. Verstehe. Der Pod sollte ein Rettungssignal aussenden. Such bitte die Umgebung nach ihm ab. Also wirklich. Hey du, wusstest du, dass die Leistung deines Körpers... gesteigert werden kann, wenn du einen Plug-in-Chip ausrüstest. Wenn du viele Chips ausrüstest, frag mal beim Modell S in der großen Hacking-Zentrale nach. Okay, hier wird einem einiges vermittelt. So ein bisschen auch was
was die Leute oder Maschinen hier antreibt. Eure Körper haben eine Funktion, Informationen von besiegten Gegnern automatisch in eine Datenbank zu speichern. Eine Einheit für den Kampf und zur Informationsbeschaffung, ein wirklich wohlüberlegtes Konzept. Was ist Ihr Anliegen? Bitte fassen Sie sich kurz. Ja, das war kurz. Ein Ratschlag eines Veterans, immer schön ein Backup von den persönlichen Daten machen. So stellt der Verlust eines Körpers kein Problem dar. Die Backup-Daten werden in einen neuen Körper geladen und alles ist wieder beim Alten. Oh, das klingt ja fast schon gruselig hier. Prüfst du auf ordentlich deine E-Mails? Ja, klar. Es gibt noch Leute, die fragen, wo sie die Auftragsinhalte überprüfen können, obwohl sie per E-Mail verschickt wurden. Vergiss nicht, dass du die Inhalte an Transportterminals einsehen kannst. Ja, ich finde es interessant, mit den Leuten hier alle mal zu quatschen. Hallo, ihr scheint euch wie immer gut zu verstehen. Auch wenn man nur gelegentlich gemeinsame Aufträge hat, so ist ein gutes Miteinander doch immer besser. Denn wie gesagt, man lernt so ein bisschen... Alter, was ist mit ihm los? Man lernt so ein bisschen, wie die Welt tickt. Man lernt so ein bisschen, wie... die Menschen oder Maschinen hier denken. Die Kommandos sind zu pathetisch und der Inhalt ihres Auftrags wurde noch nicht erwähnt. Wenn das mal gut geht. Na, ich werde sowieso eine Nachricht schicken, sobald die Erdoberfläche erreicht wurde. Alle aufgepasst, der Fortbestand der Menschheit liegt in unseren Händen. Reißt euch zusammen und nehmt eure Aufträge wahr. Mein Traum ist es, viele Maschinenwesen zu besiegen und wie der Hauptmann meinen Beitrag zum Triumph der Menschheit beizusteuern. Mir liegt das Kämpfen nicht und doch bin ich in einer Kampfeinheit. Ob ich doch nicht zum Operator umsatteln kann? Der Hauptmann legt viel Wert auf Formalitäten. Er sollte die Kommandos sein lassen, ich würde viel lieber mit dem Auftrag loslegen. So, nochmal auf der anderen Seite kurz reden. Obwohl der Operator alles sorgfältig erklärt, verstehe ich rein gar nichts. Ich frage mich, ob ich den anderen zur Last falle. Die Erläuterungen des Operators sind zu detailliert, dabei reichen schon die nötigsten Infos. Für alles andere improvisiere ich. Hier oben ist ein Überblick des Auftrags. Als nächstes zu den Details. Es scheint sehr nervös zu sein. Oder er vielleicht? Wahrscheinlich, weil es erst vor kurzem hergestellt wurde. Wahrscheinlich sprechen die auch von sich mit S. Danke für Ihren Einsatz. Verläuft der Auftrag reibungslos? Daten zum Auftrag können auf dem HUD angezeigt werden. Damit die Bodeneinheiten sicher kämpfen können, arbeiten wir mit dem Widerstand zusammen und sammeln verschiedenste Informationen. Wir hoffen, dass dies für alle zum Vorteil ist. Gut gemacht. Die letzte Schlacht war ausgezeichnet. Ich freue mich auf die nächste. Ich wünschte, es gäbe etwas Interessantes zu tun. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht überall eine zweite Dialogoption verpasst. Die Kontaktaufnahme zum Menschheitsrat liegt allein in den Händen der Kommandantin. Individuelle Nachrichten einzelner Jora-Einheiten sind nicht gestattet. Ich bin hauptsächlich für die Kommunikation mit dem Menschheitsrat zuständig. Nachrichten vom Menschheitsrat sind eher selten, weshalb die Kommunikation überwiegend aus Meldungen von der Erdoberfläche besteht. Das heißt dann wohl, dass man diesem Stützpunkt vertraut. Okay, gut. Sie sieht halt auch genauso aus wie wir, ne? Es ist okay, keine Sorge. Ich habe genug Heilmedizin und ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Danke, dass du dir Sorgen machst, aber wenn das ewig so weitergeht, werde ich nie auf einen Einsatz gehen können. Ist wirklich alles in Ordnung? Haben Sie ausreichend Heilmedizin dabei? Bei sinkenden Vitalwerten? Einfach konsumieren, ne? Das macht mir Sorgen, ob ich meinen Operator um Modellwechsel bitten kann. Okay, gut. Gehen wir zum nächsten Auftrag. Auf geht's. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood.
Okay, meine neueste Vermutung, wahrscheinlich... The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Ah, das war der falsche Raum. Meine neue Vermutung, okay, die Blackbox speichert die Erinnerungen. Let's go. Die Blackbox speichert die Erinnerungen, man hat es ja gehört. Er erinnert sich nur bis zu ihrem Treffen, bis zu ihrem Kennenlernen. Und an alles weitere erinnert er sich nicht mehr. Gut, machen wir weiter. Wir wollen alle in die Action. A2B, why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Ja, was ich zuvor interessant fand, wenn man mit den ganzen Charakteren spricht. You're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Alter Falter. Okay, gut, das war krass. Ja, also sie sind halt wirklich bedingungslos den Menschen treu. Uns Menschen würde ein bisschen komisch klingen, weil spielt ja halt schon 10.000 Jahre in der Zukunft. To 2B, come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there. Gut, wie schaut's mit unserem Leben aus? Okay. Das ist deckungsgleich mit dem vom Schiff. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Okay, gut. Eventuell müssen wir auch einfach nur irgendein höheres Level oder so erreichen. Ruinenstadt. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Die Minikarte in der rechten unteren Bildecke zeigt dir das Gelände rund um deinen aktuellen Aufenthaltsort an. Das rote Symbol zeigt dir dein Ziel, also richte dich danach, falls du dich verläufst. Oh je, das war knapp. Das war knapp. Ich hab's übersehen auf der Minimap.
Worum geht's? Bitte wähle einen Kampfstil. Oh, tendenziell eher Nahkampf. Ja, hier kann ich doch sicher runter, oder? Okay, ich bin doch ganz happy, dass ich die Helligkeit höher gestellt habe. Okay, auf der Minimap haben wir da ein paar Symbole. Mal schauen, was ist das? Bedeutet wahrscheinlich, da kann man hoch oder runter. Ach so, Treppen. Nee. Es waren nicht die Treppen. Okay, ab in die Stadt. Das ist interessant, ein komplett weitläufiges Areal, wo man sich auch ein bisschen austoben kann. Nein. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, aber wenn man 12.000 Jahre oder 10.000 Jahre in die Zukunft geht. Dann weiß ich auch nicht, was einen erwartet. Oh je. Okay, gut, gegen die kann man auch kämpfen. Gut zu wissen. Sollte man das eher oder sollte man das nicht? Rotwildfleisch. Okay, also es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie. Alert. Access point communications jammed. Warum sind die denn so versessen drauf, hierher zu kommen? According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Karteninformation freigeschaltet. Und mal schnell speichern. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Gut, die Karteninformation mal kurz abrufen. Oh je, das ist ja ein riesiges Gebiet. Also man kann, glaube ich, direkt schon zum Missionspunkt oder so gut wie direkt zum Missionspunkt. Okay, ich habe nicht mit einer Open World gerechnet. Nehmen wir das mal als Zielpunkt und gehen da mal schnell hin. Die Musik ist wieder wunderbar. Big plants too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans.
Wonder if there are any huge boars and such, too. Okay, das ist verdammt interessant. Also wirklich, mit der Open World habe ich nicht gerechnet, denn bis jetzt waren die Games von Platinum Games, die Spiele von Platinum Games, so, damit es keine Wortwiederholung gibt, tendenziell ja eher nicht darauf ausgelegt, eine Open World zu haben. Gut, Leute. Wir schauen uns nochmal die Karte an. Ja, wir decken nach für nach ein bisschen was auf. Dann würde ich sagen, können wir nochmal einen weiteren Punkt aufdecken der Karte. Und ich werde auch definitiv hier ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. Ich werde da jetzt nicht großartig durchrushen. Das ist sehr interessant. Die allererste Mission begann richtig rasant und jetzt wird hier sehr viel Tempo rausgenommen. Physische Verteidigung plus 3 erhalten. Und auch hier nochmal die Karteninformationen aktualisieren. So, und hier können wir unsere Mails lesen. Testmail. Diese Nachricht dient der Verifizierung deines E-Mail-Kontos. Okay. Gut, Leute. Also, die Maschinen sind ja gar nicht böse, ne? Schaut mal, die sind komplett normal. Es sei denn, wir greifen sie halt an. Das ist halt auch total interessant. Also, die ganze Backstory hier zu erfahren, das wird ein großer Spaß. Gut, hier nochmal hochgehen. Und hier gibt es nicht nur eine Schatztruhe mit Silbererz, sondern auch einen wunderbaren Ausblick. Über eine doch leider sehr demolierte Stadt. Okay, Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter. Mich interessiert es, ob hier ein Sprung runter tödlich wäre. Aber speichern ist hier möglich, deswegen ich probiere das vielleicht aus. Und ansonsten speichere ich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Nier Automata. Es warten sehr viele Überraschungen, denke ich, noch auf uns. Da hinten gibt es eine Brücke weiter. Es ist total interessant, wie das Spiel aufgebaut ist. Denn, wie gesagt, so war bis jetzt kein Spiel des Entwicklers. Und man kann runterspringen. Man kriegt ein bisschen Schaden, aber man kann runterspringen. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Haut rein.